Liebe Zuschauerinnen, lieber Zuschauer, wir feiern heute Auffahrt Christi Himmelfahrt. Für viele einfach eine Gelegenheit, die Auffahrtsbrücke zu machen mit ein paar Freitagen. In den letzten Jahren ist der Auffahrtstag immer mehr auch als Vatertag bezeichnet worden. Am Muttertag haben wir an all die gedacht, die mütterlich für andere da sind, Mütter und Väter, alle, die pflegend, sorgend, Care-Arbeit für andere leisten. Am Vatertag könnten wir das Gleiche tun. An die denken, die väterlich für andere da sind, Väter und Mütter. Die Botschaft an Christi Himmelfahrt ist die der Engel. Die Jünger schauen in den Himmel, dem entschwindenden Christus nach. Da erscheinen zwei Engel, die sagen zu den Jüngern: Was starrt ihr da in den Himmel? Denn der Auftrag Christi ist klar: Geht so, wie er es euch gesagt hat. Geht, ihr werdet sehen, was zu tun ist. Tut. Heute geht es um das Vatersein. Schon fast etwas als Kontrast zum Social Distancing der letzten Wochen berichte ich heute eine persönliche Geschichte als Vater. Ja, wie ist das mit dem Vatersein? Letzten Herbst habe ich als Armeeseelsorger einen Gottesdienst für ein Bataillon der Schweizer Armee durchgeführt. In der Kirche stand diese aus Holz geschnitzte Statue. Josef, der Vater Jesu mit seinem Sohn. Die lebensgroße Holzstatue lädt ein, nachzudenken. Ja, wie ist das mit dem Vatersein? Meine Kinder haben alle ihre Ausbildung abgeschlossen. Der jüngste, Jan, lebt noch zu Hause. Alle anderen sind ausgezogen. In diesem Lebensabschnitt macht man einen ersten Rückblick auf die Kinderzeit. Und dabei fällt mir auf, wie sehr ich mich als Vater über das Vatersein definiere. Ich hatte das Glück, immer für meine zwei Söhne Oliver und Jan da zu sein. Durch die Scheidung wurde das vielleicht noch verstärkt, die Notwendigkeit, für sie da zu sein. Ich hatte das Glück, mit meiner neuen Frau Rosi zwei weitere Kinder, zwei Mädchen, Janine und Fabienne, dazu zu gewinnen. Nur ein bis zwei Jahre älter als die Jungs. Auch den Mädchen durfte ich Vater werden. Praktisch alle Freizeit gehörte meiner neuen Frau, den beiden Mädchen und den beiden Jungs. Ich lernte enorm viel von ihnen und über mich. Kinder fragen: Bin ich genug? Bin ich doof? Habe ich eine Zukunft? Hast du Hoffnung für mich? So fragen die eigenen Kinder, als Zutrauen, als Anspruch, als Aufruf. So sehen Kinder ihren Vater, so sehen Kinder ihre Eltern als Vorbild. Es ist eigentlich Leadership. Es kommt auf einen zu, indem man dem gerecht wird, was einem die eigene Rolle abverlangt. Als Vater, als Mutter. Das Problem in unserer Gesellschaft ist nicht Männer oder Männlichkeit. Das Problem ist eine falsche Wahrnehmung, was es heißt, Mann zu sein. Die Frage unserer Kinder ist: Bin ich genug? Bin ich doof? Habe ich eine Zukunft? Hast du Hoffnungen für mich? Die meisten Väter beantworten diese Fragen nie. Abwesende Väter beantworten diese Frage nicht, und die Antwort für das Kind ist dann diese: Du bist es nicht wert, dass ich da bin und dir diese Frage beantworte. Es passiert das Gleiche wie bei Kindern, die sich schuldig fühlen an der Trennung ihrer Eltern. Oder die Väter sind anwesend,
beantworten die Frage aber nicht wirklich. Genau betrachtet, oh doch, sie tun es. Immer. Kinder lesen die Antworten ihrer Väter an deren Mimik. Und sie warten sehnlichst darauf, dass die Antwort eine positive ist. Kinder rennen der Anerkennung durch ihren Vater ihr Leben lang hinterher, bis sie sie haben. Und wenn sie die Antwort nicht haben, sind sie orientierungslos im Leben. Wie viele erwachsene Männer rennen der Anerkennung durch ihren Vater immer noch hinterher? Ich kenne auch Töchter, denen es genauso geht. Sofern es junge Männer betrifft, führt dies oft zu Resignation. Ihre innerste Frage wurde nie beantwortet. Sie kommen zum Schluss: Ich habe nicht, was es braucht. Ich bin kein Mann. Sie resignieren. Und die Gesellschaft mit ihrer entmutigenden Art, Männer darzustellen, tut ein Übriges. Was Männer in unserer Kultur über Mannsein mitbekommen, ist Sex, Kraft, Geld, Männer weinen nicht. Es geht um Testosteron, Sport, Auto, Geld, Frauen, alles Mögliche, was sie den eigenen Herzen entfremdet. Also tun die Kerle wenigstens so, als ob. Weiter. Männer gehen kaum Verantwortung ein. Sie sind oft abwesend. Sie flüchten in Arbeit, Sport, Alkohol, Videogames. Der Ausweg? Einfach. Ein Mann hat es gar nicht nötig zu beweisen, dass er ein Mann ist. Wahre Männlichkeit ist Kämpfen. Kämpfen, wofür es sich lohnt zu kämpfen gegen das, was falsch ist, ganz praktisch. Nicht träge hinnehmen, nicht wegschauen und zulassen, wenn etwas schief läuft, sondern aktiv eingreifen. Wahre Männlichkeit ist mehr zu geben als zu nehmen. Wahre Männlichkeit beschützt. Wahre Männlichkeit ist gefährlich, ja, dafür sind wir gemacht. Gefährlich zu sein, aber nie gegen unsere Lieben, sondern um gefährlich zu sein für das, was ihnen gefährlich werden könnte. Vatersein von Söhnen zeigt einem die Schönheit der männlichen Seele. Es gibt so etwas. Sie hat ihre eigene Schönheit. Sei sorgfältig, sei energievoll, sei lebendig. Absente, nicht vorhandene Väter sind vielleicht das größte Problem in unserer Gesellschaft heute. Also geht es darum, die Passivität zu überwinden, den eigenen Wert als Mann zu entdecken. Der wirkliche Gegner von Männlichkeit ist nicht Feminismus, es ist Passivität, Verantwortung nicht zu übernehmen. Ja, klar. Sie wurden an den Rand gedrängt. Väter werden in so vielen Sitcoms und Filmen als Idioten dargestellt, ja, richtiggehend demontiert. Die Bekämpfung von Männlichkeit wurde in den letzten Jahren mit dem Zweihänder betrieben, sodass es schon wieder nötig ist, darauf hinzuweisen, dass das Problem nicht Mann oder Mannsein ist, sondern ein falsches Bild von Männlichkeit. Und fast alles beginnt mit dem Spruch: Männer weinen nicht. Ich hörte diesen Spruch von meiner Tante mit vielleicht 5 oder 8 Jahren. Männer weinen nicht. Wird von Frauen genauso weitergegeben wie von Männern, nur Männer müssen es eigentlich besser wissen, mindestens wissen sie, dass echte Indianer zu Hause weinen. Das Perfide aber ist, dass Männer in einer falschen Männlichkeit zurückgehalten werden von Frauen. Etwa so wie der Autoaufkleber am linken Heck: Du wurdest soeben von einem Girl überholt. Das läuft noch oft. Ich empfinde es als Verrat für die Grundideen der Emanzipation.
Der Vater ist eine zentrale Figur. Kinder brauchen die Anerkennung ihres Vaters und sie tun alles ihr Leben lang, bis sie die Anerkennung haben. Erwachsene Männer können ihr eigenes Alter angeben, Zeit, Ort, Stunde und Stimmung, wann sie die Anerkennung ihres Vaters zum ersten Mal wirklich bekommen haben. Die meisten haben sie nie bekommen. Geschweige denn, dass sie ein ehrliches, anerkennendes "Ich bin stolz auf dich" gehört hätten. Es geht darum, präsent zu sein, innerlich verbunden zu sein mit dem eigenen Kind, mit Kindern überhaupt, auch als Onkel oder als Pate. Es geht darum, Kinder in den Arm zu nehmen, mit ihnen zu raufen, in Berührung zu sein, auch wenn Raufen schon mal wehtun kann, aber in Berührung sein. Noch ein Wort zum Thema Freund sein wollen. Es geht nicht darum, Freund sein zu wollen des eigenen Kindes, aber herzlich und präsent sein, echt sein, wütend, wenn ein Grund dazu da ist, ehrlich, unangenehm ehrlich, wenn es dran ist, Unangenehmes zu sagen. Es geht darum zu sagen, was geht und was nicht. Ein Kind ins Leben einführen ist nicht das Gleiche wie sein Freund sein wollen. Es ist Vorbild. Es ist das, was Kinder von einem erwarten. Dass man sie beschützt, immer für sie da ist, dass man Ängste benennen kann und sie überwindet, dass man sein Kind fördert und fordert, auch herausfordert. Denn Kinder wachsen an der Verantwortung, die man ihnen übergibt. Das tun Väter auch. Wachsen, innerlich wachsen an der Verantwortung, die sie übernehmen. Das ist wirkliche Vaterschaft, nicht einfach biologisch definiert, sondern in Tat und Wahrheit. Kinder fragen: Bin ich genug? Bin ich doof? Habe ich eine Zukunft? Hast du Hoffnungen für mich? So fragen Kinder, als Zutrauen, als Anspruch, als Aufruf. So sehen Kinder ihren Vater, so sehen Kinder ihre Eltern als Vorbild. Es ist eigentlich Leadership. Es kommt auf einem zu, indem man dem gerecht wird, was einem die aktuelle Situation an Verantwortung abverlangt. Es geht dann darum, einfach dem eigenen Herzen zu folgen. Und dann sollten wir als Gesellschaft aufhören. Aufhören mit dem Bashing und anfangen, von der Schönheit des Vaterseins zu reden. Die wirklichen Gamechanger oft in den Familien sind oft Väter. Präsente, liebevolle, schonungsvoll ehrliche, fordernde und fördernde, engagierte Väter. Wie sagten die Engel doch an Himmelfahrt? Was starrt ihr in den Himmel? Geht, tut. Ich denke, Vater werden ist so ein Moment, wo klar wird, was eigentlich zu tun ist. Wir müssen nicht in den Himmel starren und auf weiß ich was warten. Das ist die Botschaft an Christi Himmelfahrt. Geht, tut. Vater sein ist eine der herausforderndsten Arten, Mensch zu werden. Und darum geht es doch im Christentum. Darum, Mensch zu werden. Also, hebet Sorg. Amen.
Es geht um Ermutigung und Ermächtigung. So sollen wir miteinander umgehen. Lasst uns beten. Gott, mache mich zum Werkzeug deines Friedens, dass ich Liebe übe, wo man sich hasst, dass ich Stärken im Gegenüber suche, wo man sich verachtet, dass ich heilende Worte rede, wo man sich beleidigt, dass ich ermutige, wo man sich kleinredet und entmutigt, dass ich fördere, wo man einander behindert, dass ich den Glauben bringe denen, die der Selbstzweifel drückt, dass ich die Hoffnung wecke, wo Resignation sich breit macht, dass ich dein Licht anzünde, wo die Finsternis regiert, dass ich Freude mache, wo der Kummer wohnt. Ach Gott, lass du mich trachten, nicht, dass ich geachtet werde, sondern dass ich achte. Nicht, dass ich ermutigt werde, sondern dass ich ermutige. Nicht, dass ich gefördert werde, sondern dass ich fördere. Denn wer gibt, der empfängt. Wer verzeiht, dem wird verziehen. Wer gibt, erwacht zum Leben, hier und jetzt, unvergängliches Leben, das allein den Namen verdient, das weitergeht über Generationen. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Bitte vergessen Sie die Kollekte nicht. Die Kollekte ist heute bestimmt für Projekte, mit denen die Bibel allen Menschen zugänglich gemacht wird. Möglichst viele Menschen sollen die Bibel in ihrer Sprache lesen und sich eine solche Bibel auch leisten können. Die Schweizerische Bibelgesellschaft setzt sich für solche Projekte im In- und Ausland ein. Die Angaben zur Kollekte sowie die Kontendaten sind neben dem Fenster angegeben, in dem Sie diese Videopredigt schauen. Im Abspann werden Angaben zur Predigt und Kontonummer eingeblendet. Wir sammeln uns für den Segen. Gott, der Herr, segne euch und behüte euch. Gott, der Herr, lasse leuchten sein Angesicht über euch und sei euch gnädig. Gott erhebe sein Angesicht zu euch und gebe euch Frieden. Amen.